Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Fortnite. Mit dabei habe ich den Chris Bro. Ja, moin Bob. Und ich sag mal, Brick Life Matters. Wir sind hier drin im Lego GTA 6. Zumindest das, was sie daraus gemacht haben. 32 Spieler auf einem Server. Du kannst sein, was du willst. Du kannst bauen, was du willst. Du kannst einen Job haben. Und in all das wollen wir heute mal ein bisschen reinschnuppern. Übrigens, ich möchte ein Pflanzen sein. Ich sag mal so, Steinbucht ist perfekt, um Gemeinheiten und Intrigen auszuhacken, sagt Mimi das. Und, wie ich hörte, um Spaß mit Freunden zu haben, buh. Wir sind alle im selben Team, also stell keinen Unfug an, den ich nicht auch machen würde. Und nicht vergessen, wenn du dich ausloggst, platziere dein Haus einfach erneut, um dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Das heißt, dieser Server bietet dir auch Fortschritt. Oben rechts sehe ich schon, platziere dein Haus. Keine Ahnung, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Da sind ein paar lustige Leute. Wir winken. Ja, Maisie sagt uns auch gerade nochmal, platziere dein Haus irgendwo, um dein Fortschritte abzuspeichern. Verwende das leuchtende zu verkaufen Schild bei einem leeren Grundstück, um es dir zu sichern. Hast du schon ein leeres Grundstück entdeckt? Ich habe Blumen geklaut. Schnell weg! Du hast geklaut? Ja, ich habe Blumen geklaut. Du bist jetzt Verbrecher, offiziell. Da will ich nichts mehr zu tun haben. Ich setze mich hier hin. Ich sitze hier nur so und der Bürger klaut einfach Blumen. Ja, hier ist auch der ist Banker. Bankier. Ja, Bankier. Ich tausche Blume. Gegen Geld, gegen Cash. Cash oder Leben. Welche Blume dich? Ja, okay, man kann jetzt viel machen. Wir sehen, wir haben auch 1000 lustige irgendwas da. Ja, da fährt jemand rum. Ich öffne mal mein Handy. Also, hier gibt's Arbeit, Karte, Bewohner, Dekoration, Häuser, Fahrzeuge und meinen Spind. Gehen wir das doch mal nach und nach durch. Was kann Arbeit denn? Keine Spitzenjobs verfügbar. Ja gut, prima. Schade, der Arbeitsmarkt ist wie immer schon gesättigt. Bob? Ja? Probe. Wer hält länger aus? Ja, wir haben zwar keine Arbeit, aber wir suchen uns selber welche. Guck mal, da macht jemand mit fürs Tagcenter. Schön hier. Ja, fürs Klima. Gut, wir schauen uns mal die Karte an. Also, Haus der Harmonie, hier gibt es eine Menge zu entdecken. Die haben tatsächlich eine einigermaßen große Map, die scheinbar auch noch nach oben erweiterbar ist. Und das da unten müssten eigentlich alles Grundstücke sein. Die sind auch noch frei, aber jetzt gehen die Leute da gerade schon hin und kaufen die. Da könnten wir auch mal hingehen, da müssten wir eigentlich nur Richtung Süden laufen. Wir gucken mal auf die Bewohner, das sind bisher die, die hier so gerade online sind. Was? Ich bin im Auto! Du wurdest nicht entführt, du bist einfach mitgefahren, oder? Das richtig. Gut, man kann, also man kriegt täglich Geld und man kann anscheinend sich hier auch munter irgendwelche Dekorationsartikel kaufen, dann fürs Haus nehme ich an. Und die Häuser. Also eine doppelte Hütte kostet aber schon 10.000. Achso, es gibt auch was für null. Cool. Ich kaufe mir ein Haus. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich habe neue Freunde gefunden. Ich kaufe mir jetzt erstmal die Dinge, die null kosten. Das sind genau meine. Weißt du, Luna ist nämlich Stallgehilfin. Ja. Und Alter. Bei der wohne ich jetzt, glaube ich. Ich habe aber auch ganz schön dicke Buden. Die sieht doch ganz nett aus, wenn man die mal bauen würde. Der stilvolle Handwerker. Na gut, stilvolle Handwerker, das kenne ich aus dem Immobilienbranchengeschäft. Handwerkertraum. Du brauchst mir nichts erzählen. Wir gucken mal Fahrzeuge. Ach, guck mal hier. Ich habe sogar ein eigenes Auto, was ich mir spawnen kann. Krisch, komm her. Darfst du in meinem Auto mitfahren gerne? Ich muss gerade Luna das Auto klauen. Okay. Hab das Auto geklaut. Ich komme zu dir. Ja, ich fahre Richtung Süden raus, weil ich mal jetzt zu den Häusern gucken wollte, tatsächlich. Und gucken wollte, ob ich mir hier gleich auch ein Grundstück erwerben kann. Also fahre ich hier mal Richtung Süden raus. Richtung Süden, okay, ich fahre auch Richtung Süden. So, sind hier noch Grundstücke frei? Hier sind noch Grundstücke frei. Ey, das Auto wurde mir weggenommen. Hier am Strand will ich doch wohnen, das wäre doch ideal. Kann ich das Grundstück hier beziehen? Oh, ich glaube, da hinten bist du. Grundstück mein Auto einfordern. Wurde ja, easy. Also ich wohne jetzt am Strand, Krisch. Ich möchte auch am Strand wohnen. Kann ich dein Nachbar sein? Hallo, Bob. Hallo, hier ist mein Grundstück hier. Das gehört mir. Das ist ja aber nice. Das ist mein kleiner Traum hier. Vorher solltest du dir erstmal deine Buden einfordern. Du Wo kannst nicht ganz neben mir. Du musst dein Tab-Handy drücken. Fordere dir erstmal hier dieses Grundstück ein. Hier, kannst du neben mir wohnen. Hier. Können wir ja, Nachbarn werden. Das meins. Bevor du jetzt dein Haus spawnst, musst du noch mal ein paar Sachen einfordern, sonst hast du, okay, du hast das Haus ja auch. Ja, prima. Mensch, wir haben genau gleich gebaut, Kris. Ja, wir sind so Reihenhaustypen.
Ja, reine Reihenhaustypen. Wir gehen mal hier rein in mein Haus. Ah ja, das ist. Hallo? Ja, ich bin gerade erst frisch eingezogen. Svenny? Guck mal hier, hier unter der Treppe musst du. Der ist nicht da gerade. Hoffentlich sieht sie dieses Video. Im Leben nicht. So, hier haben wir hier oben noch ein paar schöne Zimmer. Hier auch mit so einem sehr Ja, schönen Fenster. Oh, das ist aber echt nicht so bad. das ist aber echt ganz schön, ja. Also doch, der Handwerkertraum. Ja gut, das hier ist eher so die Abseite, ne? Hier ist mein Ja, Büro. mit so Hallo. einem sinnvollen Fenster da oben. Ich Ja, habe ich schon könnte mal jetzt mit Q Dekoration gebucht. dekorieren. Ach ja, und tatsächlich könnte ich jetzt zum Beispiel ein Bett setzen. Wo will ich denn schlafen, Kriesch? Also ich glaube, als Schlafzimmer, ja, ist es dieser Raum? Ja, ne? Es könnte schon so ein Schlafzimmer sein. Ja, das könnte es wohl sein. Ich geh mal in mein Zimmer, in mein Ich Haus. stelle mal ein Bett hin. Ich will ein Bett haben. Ah ja, genau, das könnte ich jetzt hier platzieren. Okay. Also ich schlafe ungefähr so hier so. Das auch klug gemacht. Ich habe auch den perfekten Strandblick, aber wenn jemand absäuft, säufst du zuerst ab und ich erst danach. Ja, richtig. Ich habe hier noch eine Deckenlampe in meinem Zimmer. Ich habe hier dann unter meinem Bett. Kann der nicht unter meinem Bett liegen, der schöne Teppich? Dann liegt er hier im Raum noch so ein schöner Teppich. Ah, trautes Heim, Glück allein. Oh, wie Dann sieht's hier genauso aus wie bei dir? habe ich hier noch einen Nachttisch. Nein, bei mir Also, sind schon Dekorationsgegenstände. sie ist bei mir unter der Treppe. Alter Krieg. Ja, genau. Ich habe hier noch ein Nachtlicht. Genau. Das ist doch ganz schön kommodig hier. Und hier habe ich noch eine wunderschöne Flurbeleuchtung anscheinend. Die bauen wir hier so hin. Ja, schick. Also, und ich brauche noch Bücher am Bett. Wo ich mein Handy drauflegen kann, damit ich die Chilling Gamer gucken kann. Das ist eine gute Idee, das sollte jeder tun. Die Bücher sind mein Nachttischersatz übrigens. Ja, und dann, Ja. ja, vielleicht brauche ich unten auch noch mal einen Tisch und Stühle, ne? Ja, auch mal eine gute Idee, ne? Also hier scheint ja die Küche zu sein. Hier so mit Blick nach draußen, da sehe ich mich, da sitze ich dann immer und chill mich hin. Oh, ja, oh, ich habe mehrere Stühle. Kriegst du kannst sogar zu Besuch kommen hier. Oh, ich kriege einen Stuhl. Du hast Stühle, Betten, alles. Kriegst hier alles. Nett. Ja, wie viel kann man denn hier bauen? Ja, Krisch, willst du dir mein neu dekoriertes Haus angucken? Ja, ich möchte es anschauen. Oh, ich muss sagen, die Stühle dürfen da aber nicht stehen. Warte mal, wie kann ich die bewegen? Bearbeitungsmodus? Ja. Der Stuhl muss ein Stück weiter weg, sonst kann man da nicht dran sitzen anscheinend. Setz dich mal hin, geht das jetzt? Ja, klar. Warte mal. Ja, aber die Nachbarschaft ist hier ein bisschen laut, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, dafür, dass ich mir extra dieses Strandhaus gegönnt habe. Sollen wir noch mal kurz gucken, ob Svenny da ist? Jo. Nee. Aber Am ihr Stuhl. ihr Stuhl ist da. Gut. Also hier ist meine schöne Leuchte oben im Flur. Die habe ich mir nicht ganz schön angebracht. Oh, das ist aber schön. Ja, nicht so schlecht, ne? Und ich gucke mal, hier ist mein Schlafzimmer. Schön. Das ist doch schon kommodig, oder? Ja, mit so den. Ja, das ist nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aber mal irgendwie was machen, Krisch, hier in unserem neuen, tollen, ne? Hallen hier. Warte mal ganz Ich kurz. habe ein Haus gebaut, ich habe alles erreicht im Ich hole Leben. erstmal wieder unser Auto, da steht es schon mal wieder. Okay, ich fahre bei dir mit. Wir sind ja jetzt stolze Bürger hier von Brickhausen. Was haben wir denn so im Spind? Okay, da könnten wir theoretisch alle unsere lustigen Sachen auswählen. Es muss doch irgend. Es gibt eine Arbeit. Akademieschüler oder Privattrainer? Was wollen wir sein? Ich bin Akademieschüler. Gut, kannst du das annehmen? Ja. Dann nehme ich das jetzt auch an. Oh, der Unterricht hat begonnen, Bob. Wir müssen zur Schule. Hey, okay, bitte Isabelle im Klassenzimmer der Mundalakademie um eine Aufgabe. Okay, wo ist denn die Mundalakademie? Ab nach Morgendale. Ist sie. Da ist sie. Nee, hä? Da ist das Fitnessstudio. Wo ist die Akademie im Fitnessstudio oder was? Die Akademie ist da, rechts Ach vom da, ja, da rechts Galoppgelände. rum. Du könntest. Achso, ich kann ja der Straße hier einfach folgen, oder? Ja, ich sag dir sonst, ja genau, du kannst der Straße folgen. Und dann ist es irgendwann auf der linken Seite. Es tut mir leid, also schneller ist mein Auto nicht. Ist okay. Naja, auch nett Alter, hier du kannst hier auf so. jeden Fall fett laute Musik anmachen. Das machen lassen wir mal lieber Alles bleiben. klar. Ja, geh Alter, mal ist eine das diese kleine. Gruselakademie da oben? Haben wir bei Harry Potter gebucht oder was? Oh ja.
Da bin ich eben schon mal mit der Pferdewirtin hier hingefahren. Guck mal an, wir hätten auch direkt daneben wohnen können. Geht's hier schon hoch? Ja, hier können wir parken. Das ist der Parkplatz hier vorne. Hier ist der Schülerparkplatz, oder? Warte, hier in der Ecke. ja, Moment. Hier, genau da vorne. Achso, ja, das ist wohl der Schülerparkplatz hier. Ja gut, Schnell rein! Okay, ja. Ja, bis bald. Ciao. Isabel. Wo ist sie denn? Isabel. Ja, guter Song, gleich mal anmachen. Im Klassenzimmer. Ist sie hier? Das war das Klassenzimmer, dachte ich. Hier ist, Zaubertränkeunterricht. Unterricht hat angefangen! Okay. Ich geh mal hoch. Phil ist hier oben. Gesandte. Nee. Es geht übrigens sehr weit nach oben. Hier ist Rabe. Was läuft, Digga? Es geht. Ich glaube, Rabe ist nicht der Richtige. Ich bin in der Bib. Hast du schon rausgefunden, wo Isabel ist? Nee. Kann ich hier einen Spind haben? Oh, ich habe einen Spind. Hier ist was. Hausaufgaben. Ich habe Hausaufgaben. Ich nehme mir da jetzt einfach mal Hausaufgaben rauf. Ich habe schon 4 Mal Hausaufgaben. Die kann ich mir beliebig oft rausnehmen. Ich nehme mal 10 Mal Hausaufgaben mit. Das reicht dann vielleicht erstmal. Ja, jetzt bin ich auch wieder in dieser Bibliothek, glaube ich. Aber oben, oder? Nee. Ich gehe jetzt mal nach oben. Hä? Was ist hier? Ist das Isabel? Hallo, wer sind Sie denn? Doppeltes Spiel? Wer ist denn doppeltes Spiel? Pure Now. Krisch. Ist Rabe. Mit Klapperschlange reden. Ich hasse neue Schulen. Ich komme nicht zurecht. Das ist so, habe ich mich am Anfang in der 5. Klasse... Ich habe meine Hausaufgaben dabei. Hallo. Ich weiß nicht, wo ich jetzt soll. Weißt du, was ich jetzt mit diesen Hausaufgaben einfach mache? Na? Zerstören. Das tust du nicht. Ja, habe ich. Ich bin so ein richtiger Rebell. Ja, aber wo ist denn jetzt Isabella? Können wir das auf der Karte vielleicht noch genauer sehen? Ja, wir sind, glaube ich, Isabel. Ganz falsch. Wir müssen irgendwie, warte mal, also laut Karte müsste Isabelle hier irgendwo sein, oder? Da, ja, ist hier bei... Wer ist sie das? Ja, ist sie doch! Isabel! Ja, ich bin bereit für die Arbeit. Du musst deine Noten achten. Du solltest deine Hausaufgaben abgeben. Ja, kein Problem. Hier habe ich Hausaufgaben für dich. Ja, geben. Ich lese jetzt 3 Bücher. Hey, Klassenkamerad. Ich mache Hausaufgaben. Was mache ich noch gleich? Ja, ich sollte meine Hausaufgaben abgeben. Hä? Wie machst du jetzt Hausaufgaben am Tisch, oder was? Ich check's nicht. Ich setze mich auch mal an den Tisch. Und jetzt? Spawn jetzt Hausaufgaben? Wir sind die erste Reihe, Streber. Alter, guck mal, ich schreibe fleißig mit. Ja, ich auch. Wie in der Uni. Liefere ein beliebiges Papier bei einer Hausaufgabenablage ab. Wo ist denn eine Hausaufgabenablage, Krisch? Ja? Ja? Ich soll 3 Bücher auch lesen, irgendwie. Wo lese ich denn hier Bücher? Ich habe einen Freifahrtschein bekommen. Ich habe ein Buch. Ich lese ein Buch. Tu mal nicht so. Ich präsentiere dir mal, was ich hier gelernt habe bei Isabella. Also, Leute, passt auf. Ich habe 3 Bücher gelesen. Die Aufgabe fertig. Das muss man auch tun? Anscheinend. So, erstmal ein Buch zurückgeben hier. Das Buch gebe ich auch zurück und das gebe ich auch zurück. Wie lange liest man denn so ein Buch? Es geht schnell. Du liest aber immer noch. Oder kann ich das wieder zuschlagen? Ja. Kann ich das gleiche Buch 5-mal lesen? Oder? Ich habe verschiedene gelesen. Das wäre mir zu langweilig gewesen. Ich check, das ist nicht so ganz Krisch. Ja, wo gebe ich denn jetzt meine Hausaufgaben ab? Ich soll gar nicht meine Hausaufgaben. Ich soll ein beliebiges Papier bei einer Hausaufgabenablage abgeben. Vielleicht hast du das schon gemacht, aber dann sag mir bitte wie. Aber, ja, wie denn? Ach, hier abgeben. Ja, easy. Na, endlich. Wo gibst du das ab? Hier. Ja. Ah. So, habe ich jetzt eine neue Aufgabe? Aber meine Aufgabe war Bücher lesen. Ich hatte gar nicht das. Ach so, ja, ist doch gut. Und jetzt? Ja, jetzt ist Arbeit fertig. Spitzenjob. Ja, vorwärts Krähen. Ja, wir sind die Krähen. Vorwärts Krähen. Ja, und come on, Dave. Ah, bitte Isabel um eine Aufgabe.
Und das wir müssen ist einige Bücher. Ich muss wieder drei Bücher lesen. Ah ja. Plaudern wir. Sie hat keine Aufgabe für mich. Perfekt gebrauter Tee. Was ist denn hier los? Teezeit, bla bla. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Kennt ihr das? Hier ist ein Freifahrtschein, Krisch. Den würde ich dir geben. Ich habe wieder Bücher gelesen. Ah, danke. Bitte. Ich habe keine Aufgabe, Krisch. Jetzt bin ich der Chef hier. Willst du mit mir reden? Ja, hallo. Hallo. Ich habe einen Freifahrtschein. Ja, hilft dir auch nicht weiter. Nacharbeiten musst du. Ziehen. Was kann du ich du hältst machen? Alles gut oh, in Schuss. Was Achso, sie sagt, ich schreibe dir, wenn ich eine Aufgabe für dich habe. Sie hat keine Aufgabe für mich. Ich schreibe hier an die Tafel. Ja, ich habe halt keine Aufgabe, Krisch. Kann man mehrere Jobs annehmen? Können wir jetzt nochmal in den Job des Fitnesstrainers reingucken? Ich halte jetzt erstmal ein Referat hier. Also, Leute, passt mal auf. Ich renne schreiend aus der Schule. Ah, er hält ein Referat! Jetzt weine ich. Ey, ist das Ihr Ernst? Sie könnte Hilfe bei den Hausaufgaben gebrauchen? Ist das Ihr Ernst? Ja, sagt sie mir jetzt auch. Jetzt muss ich wieder zu ihr laufen und mir eine Aufgabe abholen. Ich verstehe diese Schule nicht. wo war das nochmal, Krisch? Hier, wo ich bin. Sehr gut, das hilft immer. Ich habe den Freifahrtschein abgegeben. Okay, warte, ich habe hier eine neue Arbeit. Was kriege ich jetzt? Ich muss wieder meine Hausaufgaben abgeben. Ja, Bob, ich glaube, das bringt uns hier nicht weiter. Ich mag meine Arbeit nicht mehr. Ich rede mit der Klapper. Bin ich jetzt aufgestiegen bei meiner Arbeit? Bin ich jetzt ein... Ich bin immer noch Akademie-Schüler. Was bist du? Ich bin jetzt der Chef hier. Okay, Chef. Sollen wir nochmal in einen anderen Job reingucken? Ja, es sind keine Spitzenjobs verfügbar. Schau doch zwischen 9 und 17 Uhr wieder vorbei. Schon wieder nicht? Aber es war doch Privattrainer und so da. Ist das alles schwierig. Da sind wir schon zu fleißig für die Schule. Was ist hier hinter dieser Tür, die man kaum sehen kann? Das weiß man nicht, es ist verschlossen. Oder hier? Ich verstehe es nicht. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, muss ich dann wieder Hausaufgaben abgeben? Die will mich doch reinlegen. Nee, jetzt ist Schule erstmal zu Ende auch. Reicht dann auch, es wird auch langsam dunkel. Gut, fahren wir in den Sonnenuntergang, Krisch. Alles wie immer. Und tschüss, ihr Idioten! Erstmal zu Maggis! Hausaufgaben sind durch! Oh, Alter! Das Schild ist ganz schön massiv. Jetzt brauchst du wieder Hilfe bei den Hausaufgaben. Also, Alter, hat auch jemand gefragt. Ganz ehrlich, ne? Ich bin fertig mit den Hausaufgaben hier jetzt. Ich muss immer wieder Hausaufgaben abgeben bei ihr. Guck mal, dass jemand Kurier gemacht. Alter, Kurier. Aber ja, also. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn einer von euch das länger gespielt hat. Was bringt einem das so? Ja, ist das jetzt wirklich so eine Live-Sim, oder? Ja, aber also, und wie langsam geht das vorwärts und warum muss ich immer wieder Hausaufgaben abgeben? Ey, jetzt sagt sie mir auch wieder, ich soll Hausaufgaben machen. Wo war sie noch? Irgendwo. Weiß ich nicht mehr. Hier nicht. Nee. Hier, nee. Hier, nee. Nee. Nö, nee. Hat sie ihr Klassenzimmer umziehen lassen? Hier. Wo, hier? Ah ja. Gut, dass ich noch 10 Hausaufgaben da habe. Hey, jetzt soll ich auf einmal Bücher lesen wieder. Ja, du musst ja auch jetzt muss ich auch 3 Bücher lesen. Gut, machen wir. Kann ich dreimal das gleiche Buch eigentlich lesen? Nein, ich lese immer andere. Na, wahrscheinlich muss man in 3 unterschiedlichen lesen. Nee, muss man nicht. Ich halte mich gut in Schuss. Ich sag jetzt mal, ich brauche jetzt auch mal eine Pause. Ja. Aber haben wir irgendwie so einen Balken, dass man sehen könnte, wie man vorwärts kommt? Ich gucke jetzt mal in die geile Chat-Funktion. Der Text-Chat melden ist aktiviert. Wie lange braucht man, um im Job aufzusteigen? Ich lese nur Bücher und mache Hausaufgaben. Ist das jetzt eigentlich serverweit zu sehen? Man weiß es nicht. Kein Plan, Digi.
Ja, jetzt habe ich auch ein Netzwerkverbindungsproblem. Wer weiß, keine Ahnung. Ich würde sagen, Ja, es als schlägt erster fest. Einblick kann das vielleicht auch genügen. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Tatsächlich habe ich jetzt 4.000. Ich glaube, wir sind mit 1.000 gestartet. Das ist also gar nicht so verkehrt. Also anscheinend verdient man als Schüler gar nicht so schlecht Geld, weil wir ja erst 20 Minuten aufnehmen. Aber naja, sei es wie es sei. Ich würde sagen, als kleiner Einblick soll das reichen. Es sei denn, ihr wollt noch ganz, ganz viel mehr davon sehen und wir sollen hier noch mehr toll einrichten und hast du nicht gesehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, schreibt, wie ihr das so findet, was ihr da so macht, ob das Potenzial hat. Denkt ans Abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar schreiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst mal wieder bei Fortnite oder einem anderen Projekt. So schaut's aus. Bis dann. Ciao. Ciao.